So. Gibt es da eigentlich auch eine perfekte Temperatur bei der Mikrowelle? Ich mache jetzt nach Gefühl immer so Medium 20 Minuten ist eigentlich immer ganz gut. Gucken mal. Perfekt. 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 Perfekte Temperatur. Ja. Dann nehmen wir jetzt immer das. So. Was ist das? Nochmal Kürbissuppe. So hole ich jetzt immer einen neuen Teller. Ich habe mir doch extra Teller hingestellt. Und wenn die so weitermachen, müssen wir auch gleich wieder neue Kürbissuppe machen. Und Carpaccio müssen wir ja auch jetzt machen. Eieiei. Dann bräuchten wir eigentlich noch einen Top, ne? So, 24 passt. Ich guck mal, dass ich eben einen neuen Topf kaufe. Großer Topf. Und da müssen wir mal gucken, was da reinkommt in das Carpaccio. Habe ich das jetzt gar nicht hier drauf? Ach so, muss ich erst noch anpinnen, ne? Hallo? Ach nee, wartet. So. Carpaccio, Carpaccio, Carpaccio. Da, anpinnen. Dann kann ich das wegnehmen. Und das wegnehmen. So, was wurde jetzt gewünscht? Wurde Carpaccio gewünscht? Was ist jetzt hier am Happening? Kürbissuppe, oder? Kürbissuppe. Ich nehme mal Kürbissuppe. Ach nee, wir haben ja eine da drin. Ach Mann. Schon wieder vergessen. Meine Spanne an Aufmerksamkeit ist geringfügig. So. Aber Kürbissuppe ist wirklich bald alle. So, Carpaccio müssen wir machen. So, Carpaccio, so. Bestellung. Ist das Tomatensuppe oder ist das schon Carpaccio? Das kann man jetzt echt schlecht erkennen, ne? Tomatensuppe, oder? Ja. Die haben wir ja. Hätten wir es noch durchrühren müssen wegen der sauren Sahne? Die müsste sogar noch warm sein. Ich weiß nicht, ob wir das noch hätten umrühren müssen. Ach so, abgeben. Nee, alles gut. Alles gut. So. Jetzt aber Kürbissuppe. So, Gurke 320. So, Kürbissuppe. Die müssen wir gleich echt neu machen. Die müssten wir jetzt schon neu machen. Shit. Tut mir leid, ihr kriegt wieder nur die Hälfte. Aber dafür warm. So, wo ist mein Messer? Da ist mein Messer. Wie viel waren es denn bei der Kürbissuppe? Ich weiß gar nicht mehr. Na, Kürbis. 100. 1000 meine ich. Sind noch ein bisschen zu viel. Eins Komma zwei. So. 1,1 kommt, das reicht.
So, der kann da erstmal schon mal hin. Ach so, meine Suppe. Zu wenig Suppe. So. So, weg damit. Ja, ich weiß, es ist zu wenig gewesen. Ist ja okay, weiß ich ja. So. Kürbis da rein. Und wie viel Bestellung? Da ist schon das Carpaccio. So, wartet. Gurke, Tomate, 360. So. 360, rote Paprika. Zweimal. Knoblauch und Brot. Okay, das müssen wir halbieren. Na komm. So. Einmal das da weg. 144 passt. Auch mit da rein. So. Das alles mischen. Ach, Knoblauch, 20 Gramm. Na. Eins. Und zwei. So, das mitnehmen. So, da muss noch Hühnerbouillon. So, und der Kürbis, der muss noch, warte mal. Kürbis, das war 500 Milliliter. Wie viel ist hier noch drin? Fast 500. Das passt. Das passt. So, weg damit. Einmal durchdrehen. So. Würzen. Salz und Zwiebeln. Salz. Ne? So. Und noch eine Zwiebel. So. Und nochmal mischen. Und stopp. So, und in den Topf. So, das Ding kann wieder mit hier hin. Da muss gleich die Sachen rein. Der muss aufgesetzt werden. Ist wieder ein bisschen stressig hier. So, die Sachen tun wir mal hier rein. Ja, geht das? Funktioniert das? Fast. Die Knoblauchstücke sind halt daneben gefallen, aber nun gut. Das passt. So. Das haben wir drin. So, Gurke, Tomate, rote Paprika, Knoblauch und Brot. Und das mischen. Mehr nicht, ne? Das mischen. Mischen. So, hinzufügen. Weinessig. So, Flüssigkeiten. Wein. Wo ist denn hier Weinessig? Weißwein, Weinessig da. So. Und davon 30, nein, doch 30 Milliliter. So. So, 30 Milliliter. Perfekt. 30 Milliliter Olivenöl. Wo stand das denn hier mal? Da, Olivenöl. Auch 30. Eins noch. Mist. Ah, das ist immer ein bisschen schwierig hier. So, nochmal mischen.
Weinessig, Salz, schwarzer Pfeffer, jeweils 10. Warte, Moment, Salz und weißer Pfeffer, ne? Nee, schwarzer Pfeffer. Jeweils 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und der schwarze Pfeffer ist hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haben wir. Nochmal mischen. Schwarzer Pfeffer, Salz, Wein, Essig haben wir, Olivenöl haben wir. Mischen. Das muss man nicht kochen. Das ist kalt. 8 Gramm Schnittlauch. Das ist kalt. Schnittlauch. Schnittlauch. Haben wir hier Schnittlauch? 2 Gramm. Ja, hervorragend. Ja gut, das wird kalt serviert. Wusste ich jetzt auch nicht. Aber wir brauchen trotzdem einen Teller. So. Oh, wow. Und wir brauchen eine zweite davon. Oder ein zweites Küchengerät vielleicht auch noch. So, Schnittlauch. 1, 2. Also 4, 6, 8 und 10. Gucken wir mal. So, das Carpaccio. Hervorragend! Das wird echt kalt serviert. Okay. Yummy. Was haben wir noch? Wir müssen noch schnell eine Kürbissuppe. Wo ist meine Kürbissuppe? Ach, shit, 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 shit. Die ist noch hier. Die ist noch hier. So. Wir brauchen unseren... Wartet. Wir kaufen zweiten. Wir kaufen zweiten. Kleiner Spieß, großer Spieß. Mittlerer Spieß. Schöpfkelle, 150 Milliliter. Da haben wir es. So. Kürbis. 1. Ach, der mit seiner Zimmerella, echt, ey. So. Warm ist es ja noch. Haben wir ja gerade erst gemacht. Und ist fast perfekt. Wieso fast nur? Weil. Nicht genug saure Sahne. Wartet. Ist da auch saure Sahne? Oh Mann, Leute! 150. Mhm. Wir kaufen eine neue. Ich nehme nicht diese angebrochenen Dinger da. Flüssigkeiten und saure Sahne. Gibt's doch nicht. So, 150. Naja, fast. Fast. So, jetzt aber. So, rinnen. Und rinnen. Warm müsste sie noch sein. Wieso haben wir das denn jetzt links da angepinnt? Das war das, ne? Müsste eigentlich auch noch warm sein. Und wir haben schon wieder keine Teller mehr. Weil die hier essen wie bescheuert. Und ich bin alleine. Ich bin alleine in der Küche. Okay, der Geschmack ist nicht so gut. Wieso? Einmal gucken. Zu kalt. Alles klar. Das muss also noch wieder aufgewärmt werden.
Okay. Oh Gott, und der Fisch, der Fisch. Dahin. Der Fisch, wir haben keine Zitrone. Müssen noch die Zitrone machen. Oi, 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 oi. So, Zitrone. Da rein. Wo ist unser Kästchen? Das liegt hier hinten. So. Dahin, wo ist unser Meerrettich? Ach, da war schon drauf, ne? Meerrettich hatte ich schon drauf gemacht. Sehr gut. So. Aber dann die Zitrone. Wieso sind es nur drei Stückchen? Keine Ahnung. So, Petersilie. Mit Petersilie. So. Ja, so Tomatensuppe. Zu wenig Zitrone, ne? Ja. Und nicht genug Pfeffer. Oh ja. So, Tomatensuppe, Tomatensuppe. Teller haben wir noch. So, ich mache sie gleich nochmal einmal warm. Und nochmal Carpaccio. Während das warm wird, kann ich einen Teller holen. So, Carpaccio hatten wir da hinten. Eins und zwei und gleich schon wieder leer. Wunderbar. So, eins, vier, sechs und acht und zehn. Wunderschön. Carpaccio. Oh, musst du das immer einblenden? Ist doch jetzt egal. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe echt keine Zeit für sowas. So, Tomatensuppe. Tomatensuppe. Tomatensuppe ist perfekt. Und da war schon wieder Kürbis, ne? Wir haben keine Teller mehr. Das gibt's doch nicht. Ich habe doch zigtausend hier vorbereitet. Naja, vier. Aber immerhin. Am Anfang haben wir zwei Gerichte abgegeben, Leute. Jetzt geben wir zwei Gerichte pro Minute raus. Gefühlt. So, zweimal Kürbis. Wir müssen irgendwie noch mehr vorbereiten. So, Kürbis. 15. Dann machen wir mal 20. So. Den können wir schon mal da mit hinnehmen. Oh Gott. Oh Gott. Chica, 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 mama, da, da. Ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ach komm, das bringt einen doch immer raus. Und schon wieder Kürbis, ja? Und wir haben immer noch keinen Teller wieder hier. Kürbis ist gleich schon wieder aus. Nicht nur gleich, ich glaube jetzt. Mein Gott, nee. So, Kürbis. Ist okay.
ein Kürbis natürlich. So, wie viel haben wir da? 1,1. Ach, wir brauchen... Ach, Mist. Mist. Kürbis. Wir brauchen eine Zwiebel, aber wir brauchen noch so ein Mischgerät. Da ist ja jetzt das Carpaccio drin. Machen wir denn jetzt? Wartet. Schütten einfach das Carpaccio hier rein. Da bleibt es doch auch frisch, ne? Guck mal. Ist doch gut. So, dann können wir nämlich hier dann... nicht den Topf. Bitte nicht den... Lass den da stehen. Nimm die Zwiebel. Nimm den Kürbis. Und... Kürbis war 500 Milliliter. 500. Hier sind noch 300. So, 300. Das kann weg. Haben wir noch irgendwo eine angebrochene? Haben wir nicht. Flüssigkeiten. Hühnerbouillon. Kaufen. Brauchen wir noch 200, ne? Ist nichts mehr drin? Ist alles ausgegossen? Ja. Gut. Haben wir das auch geklärt?